liebe YouTube-Fans, ich begrüße euch heute zu einem ganz speziellen Video. Nämlich zeige ich euch heute tatsächlich mal erste Screens vom Evercade VS. Ihr seht, ich habe das hier schon im Hintergrund laufen und ihr seht auch, das ist jetzt hier live. Hallo. Ja, so, das heißt also, ihr könnt hier wirklich nochmal sehen, es gibt tatsächlich schon einiges, was ich hier ausprobieren kann und darf und euch auch schon zeigen darf. Im Gegensatz zu den Videos, die ihr sonst so seht, die auf Bildmaterial zurückgreifen, das eben auch von der Webseite oder vom Hersteller selber ist, habe ich hier also tatsächlich Hardware schon laufen. Ihr seht hier im Hintergrund übrigens die Jellico-Karte. Das ist also eine der letzten neuen Releases und einfach auch ein ganz tolle Karte, finde ich, mit einer wirklich interessanten Spielesammlung. Allein schon für Asteanax und City Connection, finde ich, lohnt sich das schon. Erst Defense Force finde ich auch super geil. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr. Ich habe lange kein Evercade-Video mehr gebracht und das hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass ich eben sehr, sehr viel hier auch schon teste und ausprobiere und euch eben auch nicht immer alles zeigen darf. Ich habe natürlich hier auch noch andere Geräte, mit denen ich Evercade-Material zeigen könnte. Das ist aber schwierig, wenn man halt immer gleichzeitig testet und Sachen hat, die noch nicht veröffentlicht sind, dass man sich eben dann eben auch an die Regeln hält und nicht verquatscht aus Versehen und irgendwas sagt, was man vielleicht noch nicht sagen darf, weil es für einen ja so völlig klar und normal ist. Aber das wollte ich euch nicht vorenthalten und euch eben schon Sachen zeigen. Ja, also Evercade VS. Ihr habt sicherlich, wenn ihr euch dafür interessiert, schon die Ankündigungstrailer gesehen und schon Bilder gesehen. Es handelt sich dabei um eine stationäre, also um eine Heimkonsole, die insbesondere eben das Feature hat, dass man mit vier Personen gleichzeitig zocken kann und die einen Doppelmodulschacht hat, sodass man eben immer zwei Module drin haben kann, bei denen man dann wechseln kann. Und ja, das ist, denke ich, vielleicht einfach schon deswegen spannend, weil wenn ihr schon eine Evercade habt, könnt ihr eure Spiele jedenfalls zu 99% darauf laufen lassen. Es gibt so ein paar Sachen, die nicht funktionieren. Das ist aber eher aus lizenztechnischen Gründen. Es ist zum Beispiel so, dass bestimmte Spiele eben nur fürs Handheld lizenziert sind und das ist halt leider so ein bisschen traurig. Dann kamen natürlich auch schon die Befürchtung auf, dass man dann das Handheld vielleicht nicht mehr so unterstützt und fallen lässt. Ich kann euch sagen, die Befürchtung ist total unbegründet und ihr werdet sicherlich in nächster Zeit auch sehen, dass es fürs Handheld auch viele, viele tolle Sachen gibt, die da noch geplant sind und das wird weiterhin mit Spielen versorgt werden. Es wird also nicht so sein, so nach dem Motto, wir haben jetzt Evercade Pro plus zwei Dingskirchen und wir konzentrieren uns jetzt nur noch darauf oder so. Also da kann man ganz beruhigt sein. Das finde ich einfach schon mal wichtig, weil man eben vielleicht schon sich eine Spielebibliothek aufgebaut hat und es sind also über 260 Spiele jetzt schon, die darauf auf jeden Fall laufen werden und das ist auf jeden Fall schon kein Problem. Ja, das ist vielleicht auch ganz gut zu wissen und dann kann man auch schon sagen, es sind in der Basisversion ein Controller und die Konsole und in der Pro-Version, die dann etwas über 100 Euro kosten wird, die Basisversion so um die 100, wenn wir es dann in Euro übertragen können. Also wir haben im Moment Dollar- und Pfundpreise, aber im Moment gehe ich davon aus, dass das da ungefähr landet. Dann kann man eben sagen, ein Controller, der ist kabelgebunden. Das Kabel ist aber um die 3 Meter lang. Das sollte also auch überhaupt kein Problem sein. Und vielleicht für euch aber auch schon mal so als Hinweis, es ist so, dass ihr auf jeden Fall alle möglichen USB-Controller anschließen könnt, sodass zum Beispiel eben auch die wunderbaren Controller, ja, ihr seht es jetzt hier gerade von 8BitDoor, auf jeden Fall unterstützt werden. Das wird auf jeden Fall cool. Da sollte auch für jeden was dabei sein, dass man so sein beliebtes Schema finden kann, wie man damit arbeiten kann. Es wird eine Menge tolle Sachen geben, die ich euch jetzt eben noch nicht zeigen darf und jetzt hier nicht ins Detail gehen darf. Deswegen darf ich hier nicht rumscrollen oder sonst irgendwas. Es wird sehr, sehr viele Optionen geben, die es im Moment noch nicht gibt. Es wird viel, viele Einstellungsmöglichkeiten geben. Es wird viel mehr Möglichkeiten zu den einzelnen Games geben. Wie gesagt, leider darf ich euch dazu noch nicht viel sagen und zeigen. Und es ist so geplant, dass es eine native 1080p-Auflösung für den großen Bildschirm gibt. In der Konsole werkelt ein Quad-Core 1,5 GHz-Prozessor. Das sollte eigentlich für die Spiele, die so im Rahmen liegen, auch passen. Dann, wie gesagt, neues User-Interface. Da ist es, ja. Und ich kann euch sagen, also nicht nur, dass es einfach ultra cool aussieht, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die es eben jetzt noch nicht gibt. Und da sind natürlich auch jede Menge Spiele geplant, die das entsprechend ausreizen, wie zum Beispiel Arcade-Titel. Und es ist dann eben auch so, dass die
Control-Pads auch zwei weitere Schultertasten haben werden. Und nein, das ist eben nicht so, dass dann geplant ist, dass man eben Sachen jetzt ganz ultra speziell macht, sondern dass man einfach nur das Repertoire und die Möglichkeiten erweitert. Dann wird es Built-in-Wi-Fi geben, sodass man eben zum Beispiel auch seine Updates darüber laden kann. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil. Es ist aber nicht geplant, und auch das vielleicht nochmal, weil das natürlich dann auch immer so eine Frage ist. Es ist nicht geplant, von dem Konzept abzuweichen. Plug and Play, das heißt also nach wie vor Modul rein spielen. Also nicht tausende Sachen runterladen, patchen oder irgendwie aus Online-Stores, die es dann vielleicht in 5 Jahren nicht mehr gibt, beziehen oder so. Also da kann man ganz beruhigt sein, das ist absolut nicht so gedacht. Aber vielleicht auch noch Sachen, die jetzt auf jeden Fall auch potenziell denkbar sind, die im Moment halt noch in Planung sind. Bitte beachtet, dass sowieso alles, was ihr hier seht, auch noch Work in Progress ist. Da ist also noch ganz viel, was sich da ändern kann und noch ganz viel, was da anders aussehen kann. Und auch die einzelnen Packshots und so weiter, da ist also noch ganz viel Bewegung drin. Das ist ganz, ganz, ganz frühes Material, was ihr hier jetzt gerade seht. Da wird es noch eine ganze Menge Verbesserungen und Änderungen geben. Und das kann also nachher schon wieder anders aussehen, als das, was ich euch hier zeige. Das ist eben hier nur für frühes Testen. Dann sollte man vielleicht auch noch sagen, dass es vom Grund auf her, vom Kontrollschema her, auch die neuen Controller sind, die auf den Handheld-Buttons basieren. Auch das Steuerkreuz ist im Wesentlichen das gleiche. Und da wir ja wissen, dass das sehr gut funktioniert, ist auch klasse. Man kann eben dann mit einem speziellen USB-Kabel auch seinen Controller, seine Evercade, sein Handheld als Controller anschließen. Und auch das ist eine ganz, ganz praktische Sache, so dass man sich eben zum Beispiel auch die Basisversion kaufen kann. Und wenn man schon das Handheld hat, einfach für einen zweiten Spieler einfach das Handheld anstöpseln kann. Das ist einfach eine feine Sache. Wie gesagt, Wireless-Dongles könnt ihr benutzen und eine ganze Menge Sachen mehr, die dann eben auch kompatibel sein werden oder mit der Zeit dann eben auch möglichst kompatibel gemacht werden sollen. Es ist zum Beispiel auch daran gedacht, dass man möglichst auch viele Funktionen für Barrierefreiheit einbaut. Mal sehen, was da halt alles möglich und machbar ist. Aber gewollt ist eben, dass man möglichst viele Spieler aus der Retro-Ecke erreicht, die dann eben auch einen Zugang zu dem Gerät haben. Und die Evercade-Fans, die eben bis jetzt ihre Sachen da genutzt haben, sollen eben auch möglichst einfach ohne Probleme umsteigen können. Da ja auch alles auf den Modulen passiert und gespeichert wird, ist das natürlich auch super einfach. Das heißt also, Modul ins Handheld, im Handheld zocken, Handheld ausmachen, Modul in die Heimkonsole, zack, kann man da weiterspielen. Also im Prinzip eine ganz, ganz einfache Kiste, sodass man eben nichts anpassen muss, nichts umschalten muss oder sonst irgendwas Komplexes. Auch jetzt schon könnt ihr natürlich das Handheld mit dem TV verbinden, aber glaubt mir, es wird einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten jetzt geben und ich denke, das wird den meisten Evercade-Fans wirklich gut gefallen. Ich wollte euch dafür nochmal eine kurze Zusammenfassung geben. Klar könnt ihr diese Infos auch jetzt schon sonst im Netz kriegen, aber woanders werdet ihr eben dazu nicht wirklich auch schon echte Screens sehen, so wie ihr sie jetzt hier vorfindet. Und ihr könnt eben davon ausgehen, dass ihr bei mir jetzt hier wirklich die Infos aus erster Hand kriegt. Manchmal sogar ein bisschen später, als sie sonst wo erscheinen. Das hat aber, wie gesagt, den Grund, dass ich häufig noch Versionen oder Infos habe, die schon neuer sind als das, was für euch neu ist oder neu scheint, aber ich noch nicht zeigen darf. Und was ihr auf jeden Fall hier aber seht, ist, ihr könnt also hier auf dem Kanal darauf vertrauen, wenn es hier Infos gibt, dann sind die auf jeden Fall aus erster Hand und dann sind die auch belegt und dann sind die auch auf jeden Fall von Evercade abgesegnet und keine Raterei und keine Spekulation. Also alles das, was ich euch heute erzählt habe, könnt ihr auf jeden Fall auch so für bare Münze nehmen. Abgesehen davon, dass ich gesagt habe, dass es eben bei einigen Dingen noch Änderungen geben wird, weil es eben noch Work in Progress ist. Ja, ich hoffe, ich habe euch da ein paar Infos gegeben und so ein bisschen auch Lust darauf gemacht, dass ihr euch mit dieser Heimkonsole auseinandersetzen könnt, vorbestellen, könnt ihr das dann wahrscheinlich auch schon Ende Mai und im November sollte das Ding dann auch lieferbar sein. Immer vorausgesetzt, es funktioniert alles, Corona hat sich bis dahin vielleicht ein bisschen beruhigt und alle Teile können entsprechend produziert werden, etc. etc. Aber bis jetzt sieht es dafür gut aus. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und findet das
neue UI genauso schön wie ich. Mir gefällt's. Und ja, ansonsten schreibt ruhig mal in die Comments, was ihr davon haltet und wie ihr die Idee überhaupt findet. Und könnt natürlich davon ausgehen, Anregungen oder irgendwelche Fragen, die leite ich natürlich auch gerne an das Team von Evercade weiter. Bis dann, ciao!